Hallo Leute, hier ist Bitty, euer Bitcoin-Trading-Informant, hier ist euer IOTA-Trading-Informant. Ich check heute nochmal kurz für euch, was geht ab bei IOTA. Natürlich spricht jeder, aber wirklich jeder von diesem Dreieck, jeder geht davon aus, es geht jetzt mal nach oben bis 1,28 in etwa in dem Bereich oder 1,27. Danach vielleicht nochmal eine Rejection nach unten und dann der große Ausbruch eventuell nach oben auf die 2 Dollar hier. Ja, davon spricht natürlich jeder. Ich möchte euch aber zeigen, was ist jetzt für den Moment eigentlich wichtig, wo ist vielleicht die nächste Möglichkeit, wenn ihr unten nicht eingekauft habt, nochmal einzukaufen. Das checken wir in diesem kurzen Update jetzt gemeinsam bei IOTA. Leute, es ist sicherlich spannend. Los geht's! So, also, große Frage, wenn ihr noch nicht in einem Trade seid, wenn ihr nicht da unten eingekauft habt, wo ist vielleicht die nächste Möglichkeit einzukaufen? Ich möchte euch das zeigen. Jetzt erstmals die Geschichte, warum kämpfen wir denn gerade jetzt bei einem Dollar hier, einen Dollar 0,2 in etwa, warum gerade hier? Ja, erstens mal, es gab hier eine riesengroße Unterstützungslinie, das war dieser grüne Support. Lange Zeit hat dieser Support hier gehalten, bis er hier am 21. Januar nach unten durchbrochen wurde. Wenn wir diesen Support jetzt aber verlängern, was passiert denn dann, Leute? Ja, dann seht ihr schon, wir fighten gerade wieder mit diesem Support. Jetzt ist es eigentlich gerade eben ein Support. Hier war es lange Zeit ein Widerstand. Wir haben jetzt, und das ist im 4-Stunden-Chart sehr interessant, jede Kerze 4 Stunden, wir hatten sehr lange Dochts nach oben. Leute, das ist meistens ein Zeichen dafür, dass es danach nach unten geht. Also Achtung, Achtung. Aber wir sind drüber gekommen. Wir sind jetzt erstmals drüber gekommen über diesen wichtigen Widerstand, das jetzt ein Support ist. Und gleichzeitig, die 0.786 Fibonacci ist auch hier bei 1.02. Also ihr seht schon, hier ist sehr viel Action, hier ist sehr viel los. Und das ist auch so eine Geschichte, warum ich glaube, dass es jetzt vielleicht mal ein bisschen ans Luftholen geht. Warum das sein könnte, Leute, lasst mich euch das zeigen. Es gibt diese 5 Wellen nach oben Theorie, die Elliott Wave Theorie. Es ist möglich, dass wir hier eine 1, 2, 3, 4, 5 Wellenbewegung nach oben gesehen haben. Dass wir jetzt vielleicht Leute, eine ABC-Korrektur, eine A, eine B und eine C. Die große Frage ist, wie groß geht die runter, wie weit geht die runter, eine ABC-Korrektur sehen und danach den nächsten Schwung nach oben sehen. Momentan ist alles sehr bullish, momentan geht alles super nach oben. Aber ich möchte euch nur zeigen, wo sind vielleicht die nächsten Punkte, einen Rebuy zu setzen. Also, wenn es jetzt runtergehen sollte, auch vielleicht die Fibonacci 066, ganz wichtige Fibonacci-Linie, oder 0618, die liegen bei 97 Cent und 95 Cent, wäre hier vielleicht eine Möglichkeit, einen Rebuy zu setzen, wenn man nicht drinnen ist, oder einen Kauf zu setzen, eine Kaufposition zu setzen. Und danach nach oben zu gehen, auf B nochmal anzutesten und dann nach unten oder aber vielleicht sogar direkt hier nach oben. Leute, das sind die großen Geschichten, die kann keiner vorausschauen. Keiner kann die Zukunft voraussagen, aber ich kann euch zeigen, wo liegen denn momentan die großen Probleme und wo liegen momentan die großen Möglichkeiten hier einzusteigen wieder, wenn ihr noch in keinem Trade seid. Das ist meiner Meinung nach jetzt ganz wichtig. Vielleicht sehen wir jetzt oder sahen wir jetzt hier den höchsten Punkt mit 5. Es kann natürlich aber auch eines sein, dass 5 hier eigentlich auch da oben liegt, Leute. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Und das ist danach, erst danach wieder nach unten geht zum Luftholen mit einem 3 Wellen nach unten Bewegung. Das können wir jetzt natürlich nicht vorausschauen. Kann natürlich auch eine A, B, C Korrektur da nach unten so ausschauen, Leute. Es ist nur jetzt mal wichtig zu wissen, okay, vielleicht war hier der höchste Punkt. Wir sind hier am Ende dieses parallelen Kanals. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Ende des parallelen Kanals hier oben. Was passiert jetzt? Wir sind da drüber gekommen. Wir haben Support hier. Alles ist gut. Aber Leute, es ist halt jetzt auch gefährlich, jetzt hier einzusteigen. Meiner Meinung nach absoluter Blödsinn. Immer unten einsteigen, nicht oben einsteigen. Wann ist oben? Kann man nicht sagen. Es kann auch hier erst oben sein. Dann wäre es natürlich gut, hier einzusteigen, nachdem wir diesen wichtigen Widerstand durchbrochen haben. Aber ich würde es nicht machen, Leute. Wir checken jetzt noch dazu den Relative Strength Index im 4-Stunden-Chart und ihr seht schon, warum ich es auch nicht machen würde. Er ist sehr hoch. Wir waren hier überkauft, runter. Wieder fast überkauft, wieder ein bisschen runter. Der RSI ist wirklich sehr, sehr hoch und ich würde hier nicht hier oben einsteigen. Natürlich ist immer die Möglichkeit, da weiter nach oben zu gehen, aber ich würde es hier nicht machen. Ihr seht schon beim RSI, kriegen wir hier diese Linie runter. Das ist unser großer, großer Widerstand. Ja, ich weiß, ein Widerstand ist immer rot. Oh. Und dieser Widerstand ist jetzt halt mal ganz wichtig. Was ist noch hier passiert? Wir hatten einen schönen Support hier, den haben wir nach unten durchbrochen, wieder nach oben, wieder nach unten durchbrochen. Momentan testen wir jetzt den gerade an.
Also würde ich hier natürlich nicht einsteigen, eher warten. Was passiert denn hier jetzt? Gehen wir vielleicht wirklich runter? Machen wir vielleicht wirklich unsere 5-Wellenbewegung jetzt nach unten mit einer kleinen ABC-Korrektur? Das ist etwas, das wir jetzt beobachten müssen. So viel jetzt mal dazu für dieses für diese schnelle Update-Geschichte. Was ich euch noch zeigen möchte, ist das Bollinger Band. Und das gefällt mir sehr gut. Wir hatten hier nämlich unten eine Phase der Preisfindung. Wir sind seitwärts gegangen und konnten dann schön nach oben ausbrechen, sind jetzt in einem türkisen Farbband drinnen. Aber wenn wir uns das Bollinger Band natürlich genauer anschauen, seht ihr auch schon, okay, wir sind hier sehr hoch oben, wieder an der Mittellinie runter, wieder hoch oben, vielleicht wieder an die Mittellinie runter, Leute, kann keiner voraussagen, ist aber möglich. Und dann weiter nach oben, also jetzt momentan mal ein bisschen abwarten, wenn ihr nicht in einem Trade seid. Hier Konsolidierungsphase, dann ging es nach unten, hier Konsolidierungsphase, schöner türkiser Anstieg nach oben. Jetzt wollen wir natürlich dann auch noch grün sehen, das wäre auch ganz gut. Und ja, nicht wieder eine Entwicklung nach unten, das wäre es jetzt mal. Also wie gesagt, ja, natürlich, alle schauen auf das große Dreieck, alle schauen hier auf die 1,20, 1,25, hier in dem Bereich 1,28. Vielleicht nochmal die Rejection oder gleich mit vollem Trara durch die ganze Olga, kann natürlich auch sein. Und dann hier nach oben wegfetzen auf 2 Dollar, damit sie uns keine Rebuy-Möglichkeit geben. Die Market Maker ist natürlich alles möglich, aber nicht vergessen, Leute, IOTA ist nach wie vor im Staking. Das Ganze geht noch bis März und sehr viele Coins sind in den Wallets drinnen. Wenn diese 90 Tage aus sind, werde ich natürlich früh genug ein Video machen als Warnung. Denn dann könnte es schon sein, dass Leute Gewinne mitnehmen und das ist dann nochmal nach unten rum. Das werden wir natürlich auch genauer checken. Aber das war es jetzt erstmals, Leute, für IOTA. Dieses schnelle, kurze Update war mir eigentlich wichtig, euch zu zeigen. Denn es ist momentan alles wunderschön, alles bullish, aber nicht vergessen, wir haben im 4-Stunden-Bereich hier einen sehr hohen RSI, auch im Stundenbereich hier hoher RSI. Und ja, da kann natürlich jetzt schon sein, dass wir mal ein bisschen runtergehen. Aber die große Frage ist, wollen die Market Maker das? Wollen die uns einen Rebuy geben? Das ist die große Frage. Aber das werden wir erst sehen. Leute, nicht vergessen, ich bin auch live bei IOTA. Ich streame live ADA und IOTA 24 Stunden, 7 Tage die Woche live. Schaut mal rein, ist ein super Livestream. Ihr seht Buy- und Sell-Signale, ihr seht dort alles, was ihr braucht. Und das Ganze gibt es natürlich auf YouTube und auch auf Twitch. Der Name ist auf Twitch ADA Trading Informant. Da bin ich auch mit IOTA mit dabei. Und auf YouTube seht ihr natürlich auch diesen Live. Leute, Dankeschön fürs Zuschauen. Das war's für heute. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder zum nächsten Update. Natürlich gibt es jeden Tag ein Update. Auch heute hat es ein Update gegeben von Bitcoin. Eines in Deutsch, eines in Englisch. Schaut es euch an. Auch ganz, ganz wichtig. Leute, danke fürs Zuschauen. Ciao, euer Bitty.